präsentiert unseren Spieler des Tages heute mit den meisten Toren, unsere Nummer 10, Juri! Juri, du hast dir am Handgelenk ein bisschen wehgetan, ist hoffentlich nicht so wild. Ich denke nicht, alles gut. Ja, heute über das Spiel brauchen wir wahrscheinlich nicht so lange zu sprechen. Wie sieht die Gefühlswelt aus bei so einem letzten Heimspiel heute? Ja, natürlich war es nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben natürlich gegen eine super Mannschaft gespielt, aber wir waren echt nicht gut. Und es ist echt schade vor so einer Kulisse für Uwe. Aber trotzdem war das Spiel heute auch in seinem Sinne, war natürlich nicht der Abschied, den wir ihm auch irgendwie ermöglichen wollten. Er hat, ich weiß nicht, wie viele Jahre auf dem allerhöchsten Niveau gespielt. Und da sollte man eigentlich auch auf dem allerhöchsten Niveau mit einem schönen Spiel aufhören. Das konnten wir ihm heute nicht liefern. Trotzdem, es war, glaube ich, uns allen eine Ehre, mit ihm zusammen zu spielen in einer Mannschaft. Letztes Jahr diesen großen Erfolg nochmal mit ihm zusammen zu erleben. Ich glaube, das war trotzdem, auch wenn dieses Jahr halt anders lief, als wir uns das alle vorgestellt haben, ein schöner Abschluss für ihn und für uns auch als Gruppe damals. Und ja, ich glaube, wir sind alle dankbar, mit wahrscheinlich dem besten Linksaußen aller Zeiten in einer Mannschaft gespielt zu haben. Juri, zum Abschluss dieser Saison. Wir sind, glaube ich, alle ein bisschen froh, dass sie rum ist. Was kann man trotzdem mitnehmen? Was lässt uns optimistisch in die Zukunft blicken mit dieser Mannschaft? Ist natürlich schwierig. Die Bundesliga-Saison ist, ja, ich will jetzt kein blödes Wort nutzen, aber natürlich ganz und gar nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Haben uns da immer weiter in die Punkt geritten und in der Euroleague zumindest ein gutes Ergebnis zum Schluss erzielt. Ich glaube, dritter Platz hinter Berlin und Flensburg ist schon nicht schlecht, aber natürlich wollen wir nächstes Jahr neu angreifen, mit neuer Energie, mit neuem Mut, aber wir müssen wieder neu starten, wie vor anderthalb, zwei Jahren und müssen wieder angreifen, aber natürlich haben wir da Bock drauf und ja, es einfach besser machen als dieses Jahr. Vielen Dank, großer Applaus für Juri Knorr.